Ja. Okay. Ja, yeah, okay. Kann ich? Yeah, we can start. Please explain, but in English. So muss ich arbeiten, Leute, so muss ich arbeiten, das geht doch nicht. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Tech Till Dawn, mittlerweile schon die vierte Folge. Wenn man zählen kann, ist auch gut, ne? Ja. Ja, wir haben heute wieder jeweils zwei Themen für euch mitgebracht, die wir uns gegenseitig vorstellen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Gedanken, Anregungen habt, natürlich immer gerne in die Kommentare. Und wir hoffen, unsere Themen gefallen euch. Also, ich fange mal an heute. Ne? Und zwar das erste Thema, was ich dir mitgebracht habe, sind Strukturbatterien. Hast du da schon was von gehört? Kannst du dir was darunter vorstellen? Gar nichts? Da weiß ich nichts von. Das sind auch genannt masselose Stromspeicher. Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen? Nein. Ne? Wie kann denn ein Stromspeicher masselos sein? Ja, das habe ich auch gefragt. Das war würde ich jetzt gerne eine Erklärung von dir Forscher haben. Und Forscherinnen der schwedischen Chalmers University of Technology. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Chalmers, ich weiß es nicht genau. Und zwar haben die eine Strukturbatterie vorgestellt oder hergestellt, die 10-mal besser sein soll als frühere Versionen. Genau. Aber wie waren die früheren Versionen? Ja, 10-mal schlechter halt. Okay. Ist doch logisch. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg! Hi! Okay. Ja, alles klar. Also, weiß ich Bescheid. Okay. Welche Fragen? Nee, alles gut. Also, die sind aus Kohlenstofffasern hergestellt. Mhm. Und die Kohlenstofffasern sind bei der Batterie gleichzeitig die Elektrode, der Leiter und das tragende Material. Graphen ist das, ne? Wow. Ich meine, das heißt so. Sein, ja. Ich weiß es nicht. Das genau. Sind doch diese neuen Superbatterien aus Russland. Nein. Aus Russland? Ja, ich glaube, Graphen wurde in Russland entdeckt, tatsächlich. Krass. Habe ich schon mal von gehört, aber ich will jetzt kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Ja, ich wusste es nicht. Auf jeden Fall, das Problem bei den heutigen Batterien, vor allen Dingen im Bereich von Elektroautos, ist ja, dass die einen Großteil des Fahrzeuggewichtes einnehmen. Mhm. Also hast du ja die Karosserie des Autos, dann die Elektromotoren, dann ja diese fette Batterie unten in dem Auto drin. Eigentlich der schwerste Teil, ne? Genau. Und dadurch sind die Elektroautos ja ziemlich, ziemlich schwer und verbrauchen ja schon einiges an Energie, nur damit das Auto die ganze Masse nach vorne bringen kann, ne? Und das Coole an diesen Strukturbatterien, was du ja noch nicht vorgehört hast, ich tatsächlich auch nicht, bevor ich diesen Artikel gelesen habe. Das Besondere an diesen sogenannten Strukturbatterien soll sein, dass die ein Teil der Struktur sein können, also beispielsweise der Karosserie. What? Das fand ich auch ganz interessant. Deswegen werden die auch masseloser Speicher genannt, weil die halt mit als Karosserie genutzt werden können. Also die sind jetzt nicht nur Teil vom Stromspeicher, sondern können halt auch die... die Struktur des Fahrzeugs im Endeffekt bringen. Ja, krass, aber da stellt sich mir direkt so die Frage, was ist denn, wenn da mal so ein Unfall ist? Ja, da kommen wir gleich zu. Achso, da kommen wir mal zu. Okay. Also nicht direkt, so, nicht direkt dazu, aber. So kleiner Parkrempler und die Karre explodiert direkt. Das ist halt ein kleiner Nachteil. Was soll man machen? Man kann nicht alles haben, ne? Genau. Geht nicht alles. Ja. Ja, auf jeden Fall wollen die damit halt das Gewicht von Elektroautos erheblich reduzieren. Okay. Und wie gesagt, die haben jetzt einen entwickelt, der 10-mal besser sein soll als vorherige. Mhm. Das heißt, der hat eine Energiedichte von ca. 24 Wattstunden pro Kilogramm. Das sind ca. 20% im Vergleich zu normalen Lithium-Ionen-Batterien, die man so kennt. Hört sich erstmal relativ wenig an. Also wenn du jetzt ein Kilo Lithium-Batterien hast, dann ist diese Strukturbatterie nur 20% der Energie, die eigentlich in der Lithium-Batterie ist. Also relativ wenig. Ne? Mhm. So, das ist... wie gesagt, jetzt erstmal noch wenig an, aber dadurch, dass du die Batterie als Karosserie nehmen kannst, braucht das Auto halt auch viel weniger Energie, um nach vorne zu kommen, weil das halt weniger Gewicht nach vorne tragen muss. Was das wieder so ein bisschen, wie nennt man, aufhebt oder relativiert, genau. Das ist halt der Vorteil dadurch. Und der Vorteil, den die auch genannt haben, dabei, dass das weniger, dass die Energiedichte geringer ist, ist halt auch, dass das eine höhere Sicherheit mit sich bringt. Also je weniger Energiedichte halt in dieser Batterie steckt, deswegen desto weniger gefährlich ist es ja auch bei Unfällen im Endeffekt. Okay. So, und der Forscher Leif Asp, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Weil stimmt, ist Schwede. Kann sein. Also sei es schon Leif Asp. Die sind aktuell an einem Projekt, das so ungefähr 2 Jahre laufen soll. Mhm. Und in diesem Projekt erhoffen die sich halt diese Batterie, die Energiedichte dieser Batterie noch auf 75 Wattstunden erhöhen zu können. Mhm. Also quasi nochmal zu verdreifachen ungefähr. Und die wollen die Steifigkeit des Materials nochmal erhöhen, dass das fast auf ungefähr auf gleichem Level von Aluminium sogar ist.
Also muss ich vorstellen, die Batterie ist fast so kräftig wie Aluminium. Was von der Struktur her. Von der Struktur, von der Festigkeit, von der Steifigkeit. Krass. Was schon das ziemlich ist stark ist, finde ich. Weil dann kannst du halt wirklich Karosserien damit bauen. So, und die sagen, in wenigen Jahren wäre es schon denkbar, dass man damit Smartphones, Laptops oder E-Fahrräder halt herstellen kann, die aber halt nur halb so schwer beispielsweise sind wie jetzt die aktuellen Smartphones, Laptops und so weiter. Also so ein E-Bike, ne? Wenn das nur halb so schwer wäre wie jetzt, dann wäre es halt so schwer wie ein normales Fahrrad. Das wäre schon krass. Das wäre schon ziemlich krass. Und du hast halt zusätzlich noch den Effekt, dass du halt einfach eine Batterie mit an Bord hast und dann natürlich dann Akkus betreiben kannst. Also heute rede ich ja so ein bisschen Blödsinn, aber ihr seid das ja gewohnt von mir, ne? Zusätzlich noch die Motoren damit betreiben kannst. Und die sagen halt, auf langfristiger Sicht sind dann halt auch Elektroautos, Elektroflugzeuge und auch Satelliten denkbar. Und ich finde die Idee dahinter schon ziemlich cool, weil du kannst halt voll viel Material, was jetzt im Auto so logischerweise dran ist, einfach als Energiespeicher benutzen und damit dann das Auto im Endeffekt vorantreiben. Also ich hatte auch schon mal irgendwann so darüber nachgedacht, aber man denkt halt dann automatisch erstmal an diese normalen Akkus, die man so kennt. Und die jetzt als Karosserie zu nutzen, ist nicht ganz so klug, weil dann ist es ja schon ziemlich gefährlich. Ja. Also die haben jetzt leider in dem Artikel, den ich gelesen habe, nichts Direktes dazu gesagt, wie es sich jetzt verhalten würde, wenn jetzt Unfälle passieren würde. Ne? Muss natürlich auch bedenken, dass die sich hoffen, in 2 Jahren ungefähr das auf ein Level von Aluminium zu bringen und dann erstmal mit Laptops und Smartphones und sowas anzufangen. Ja, das ist jetzt die Gefahr nicht ganz so. Nicht direkt ein Auto rausgebaut. Genau, und dann wird das ja immer weiterentwickelt und ich gehe mal davon aus, da wird sich auch in der Hinsicht einiges tun. Und ich habe auch schon mal irgendwann so ein Video gesehen von so einer Feststoffbatterie, meine ich. Der hatte halt einfach mit einer Schere von so einem kleinen Akku, so einem Prototypen, einfach von der Schere so ein Stück abgeschnitten. Und der hat einfach nur ganz normal funktioniert, dieser Akku. Der ist halt nicht in Luft auf Feuer auf. Das ist halt der Sicherheitsaspekt dann auch viel besser. Und das ist halt wichtig, dass da noch einiges gemacht wird, denke ich. Mhm. Ja, was sagst du zu dem Thema? Was sind deine Gedanken? Auf jeden Fall krass. Also was man da alles sich ausmalen kann, wo das quasi hinführt, das ist schon heftig. Ich glaube vor allen Dingen halt beispielsweise... Gerade bei Flugzeugen und so. Wollte ich gerade sagen. Vor allen Dingen im Bereich Flugzeuge, weil da ist jetzt die Gefahr, dass du da mit einem anderen Flugzeug zusammenpreist, jetzt nicht ganz so hoch, ne? Ja. Wie es bei einem Auto beispielsweise. Und das ist ja das größte Problem der Elektroflugzeuge, warum es da noch keine gibt, weil die Akkus viel zu schwer dafür sind. Also überleg dir mal, fliegen, also auch wegen der Lautstärke allein, ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie das, ob das so möglich ist, turbinenmäßig oder so, aber wenn so E-Flugzeuge, ja, schon ziemlich cool. Allein diese Lärmreduktion, die du hast, ne? Ja. Wäre heftig. Ja gut, ich weiß. Das ist schon richtig krass. Ich habe keine Ahnung, wie laut dann im Endeffekt so Elektrotriebwerke immer noch sind, ne? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber ich würde mir das jetzt vorstellen, dass es auf jeden Fall leiser ist als jetzt. Ja, also könnte ich mir vorstellen. Ja, jetzt hast du eben von Satelliten gesprochen. Das wäre natürlich die perfekte Überleitung gewesen zu meinem Thema. Hätte ich weiter geredet, aber... Weil mein Thema sind nämlich Satelliten, und zwar, wenn der Satellit zur Lampe wird. Okay. Sagt dir wahrscheinlich jetzt auch erstmal nichts, ne? Also, wenn ich raten müsste, hätte ich vielleicht eine Idee, aber wahrscheinlich nicht genau das, was man meint. Sag mal. Also, erzähl einfach. Sag mal. Ja, viele regen sich ja manchmal darüber auf, hier mit Starlink und sowas, dass die zu hell sind am Sternenhimmel und damit halt die für Forscher beispielsweise das Sternbeobachten erschweren, weil die ja das Licht zurückstrahlen. Und genau. Sowas. Das wäre jetzt das, wo ich als erstes dran... Darum geht's auch. Ich dachte tatsächlich, du denkst, wir schicken jetzt Satellitenlampen in den Umlauf. Okay, schade. Nein, du bist schon drauf gekommen. Also, es geht tatsächlich um Satelliten, die dazu führen, dass auf der Erde die Nacht heller wird. Das ist aber in erster Linie nicht, wie du gesagt hast, schädlich, weil Astronomen die Sterne nicht mehr beobachten können. Die regen sich natürlich auch deswegen auf, klar. Aber es ist jetzt eine aktuelle Studie rausgekommen von der Universität Bratislava in Slowakien. Und die haben herausgefunden, dass schon jetzt aufgrund der Satelliten und des Orbitalschrotts, der rumfliegt, die Nacht im Durchschnitt 10% heller ist. 10%? 10% heller ist als vorher. Und das ist sogar noch milde gerechnet, weil die konnten nicht alle Flugkörper berücksichtigen bei dieser Studie. Das heißt, wahrscheinlich ist es sogar der Fall, dass es noch mehr ist. Also irgendwie Richtung 12-13% oder so. Und das ist halt richtig heftig. Und zu dem Hintergrund, es gab bereits 2016 eine Studie, da wurde herausgefunden von der NOAA, dass 99% aller Menschen unter einem zu hellen Nachthimmel leben. Mhm.
Aber Knackpunkt ist, es geht nicht nur um die Menschen, weil Menschen können sich in, sag ich mal, in ein Haus begeben, können sich einschließen, können die Rollladen runtermachen, haben es dunkel. Ja. Aber ganz viele Lebewesen orientieren sich halt am Tag-Nacht-Zyklus und brauchen auch wirklich eine Nacht, eine richtige. Ne? Mhm. Und es ist jetzt einfach gezeigt worden, oder beziehungsweise 2016 schon, dass nur im Dschungel und in der Wüste zum Teil noch wirklich dunkle Nächte bestehen. Mhm. Sonst sind die Nächte immer, werden die immer heller. Und das große Problem ist dabei halt das orbitale Streulicht. Also das heißt, die Satelliten sind quasi so hoch in der Umlaufbahn, dass die auch nachts das Sonnenlicht reflektieren. Und die reflektieren nicht nur, sondern die werden durch dieses Sonnenlicht selber zur Leuchtquelle. Das heißt, als ob du eine Lampe anschaltest, mhm, im Orbit quasi. Und strahlen dann wirklich die ganze Helligkeit auf die Erde ab. Und diesbezüglich ist auch interessant, 1979 wurden dazu mal Grenzwerte festgelegt zur Lichtverschmutzung und die haben wir nämlich schon lange überschritten. Ja, da sind wir ja gut drin. Ne? So. Und dabei haben wir im Moment tatsächlich, laut den Zahlen, die ich jetzt gelesen habe, nur 3400 Satelliten und halt sehr viel Weltraumschrott in der Umlaufbahn. Starlink hat aber ja das Ziel, wesentlich mehr, ja, Satelliten als 3400 da hochzuschicken. Ne? Wenn ich das Gericht im Kopf habe, oder noch mehr? Ich glaube, es sind sogar 42.000, ja, oh, insgesamt. Das ist schon happig. So, jetzt ist die Frage, wie werden sich so Projekte wie Starlink oder ähnliches, es ist ja nicht das einzige Projekt, was in die Richtung geht. Das stimmt. Ja. Es kommen ja noch mehr dazu. Also es sind ja mehrere Leute schon auf den Zug aufgesprungen, die auch in die Richtung gehen. Wie wirken sich diese krasse Anzahl an Satelliten einfach auf unsere Helligkeit hier aus nachts? Weil es könnte richtig, richtig schädlich werden, wenn der Biorhythmus von Lebewesen auf der Erde quasi gestört wird. Mhm. Also das wäre halt richtig krass. Glücklicherweise sind aufgrund dieser Tatsache aber auch Grenzen gesetzt, weil die Behörden können da ganz strikt eingreifen. Mhm. Weil das ist quasi ein Fakt, der alle Lebewesen auf der Erde betrifft. Ja. Und deswegen können die Behörden da oder werden auch wahrscheinlich ziemlich strenge Regularien demnächst vorschreiben. Starlink ist da schon ganz gut dabei, weil die haben aufgrund dieser Beschwerden von den Astronomen tatsächlich schon angefangen, die Satelliten zu beschichten, mhm, mit nicht reflektierender Beschichtung. Aber das werden demnächst wahrscheinlich alle machen müssen. Ja. Damit die Satelliten halt nicht mehr Licht streuen. Ja. Macht ja auch Sinn. Aber was ich halt bei SpaceX beispielsweise ganz cool finde, die reagieren halt sehr, sehr schnell auf so Vorwürfe. Auf jeden Fall. Weil die Vorwürfe kamen und gefühlt zwei Wochen später haben die davon erzählt, dass die jetzt anfangen, die zu beschichten, dass es nicht mehr so reflektiert. Wie ist aber auch nur schlau, ne? Bin ich der Meinung, wenn, ja, man so öffentlichkeitswirksam halt auch darauf eingeht, was für Beschwerden halt reinkommen, ne? Ja. Damit man den Leuten halt die Bedenken auch nimmt. Ne? Ja, genau. Das ist ja das Wichtige an der ganzen Sache. Und des Weiteren bin ich auch der Meinung, dass Elon Musk sich jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen führenden Astronomen anlegen will, ja, weil irgendwo sind die am gleichen Boot. Die sitzen im, ja, gleichen, genau, Boot. Die haben mega Interesse am Weltraum und an Forschung. Und auch Elon Musk hat, denke ich mal, Interesse daran, dass Astronomen in Zukunft auch noch weiter forschen können. Definitiv. Richtung Sterne und so weiter. Er will da, glaube ich, auch aus seinem eigenen Interesse einfach die nicht stören. Da. Ja, ja, denke ich auch. Genau, so, ja, das war das Thema an sich eigentlich. Ich finde es ziemlich bedenklich. Ja, auf jeden Fall. Und hoffe, dass es abgeschwächt wird, auf jeden Fall. Bei der Menge ist es ja nicht nur das Problem mit dem Licht, das ist ja auch das Problem, dass du halt einfach der Platz oben, ja, also klar, da ist schon echt viel Platz, weil du hast das ja, ist ja weiter weg, deswegen hast du ja noch mehr Platz, also auf der Erdoberfläche im Prinzip, und die haben schon mehrere Kilometer zwischeneinander Platz, theoretisch, die Satelliten, aber wenn einer mal gegen anderen stößt, geht das halt sehr schnell in eine Massenreaktion aus. Ne? Du hast halt im Endeffekt auch mega viel Schrott einfach da rum, ja, rumfliegen, ne? Und die Satelliten, die verschleißen ja auch. Ja. Also es werden so viele Satelliten regelmäßig auch abgeschaltet, die dann einfach als Weltraumschrott verbleiben da oben. Ja, das dauert halt echt lange, bis sie da runterkommen. Und dann schießen die wieder neue hoch, ne? Ja. Also ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich mit beschäftigen muss. Ja. Eher besser früher als später, ne? Besser früher. Und wir Menschen sind ja eigentlich eher dafür bekannt, Sachen, wenn es darum geht, zu spät irgendwie genau, ja, zu beseitigen, zu spät anzugehen, genau. Muss mal gerade einen Schluck trinken. Tu das. Ich warte in der Zeit noch. Also, darfst du weitermachen. Okay, danke. So, mein nächstes Thema ist, ich schalte mal um. Mein nächstes Thema ist, die AI wurde ausgetrickst. Im Endeffekt, also kurz formuliert, ne? Die AI. Die AI. Die eine, nein. Die eine von OpenAI. OpenAI, hast du bestimmt schon davon gehört, oder? Ist das so ein Open-Source-Projekt?
Das weiß ich nicht. Hätte ich mich besser informiert, wüsste ich das vielleicht. Hätte ich jetzt verwundert, dass das OpenAI heißt. OpenAI habe ich auf jeden Fall schon öfters mal von gehört, aber ja, da kann ich jetzt gerade, ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen kann ich es gerade 100% genau sagen. Okay. Auf jeden Fall haben die seit 2 Monaten ungefähr ein Projekt am Laufen, was halt so eine, ein System, also ein AI-System entwickelt, das von einem Papier und einem Stift im Endeffekt ausgetrickst werden konnte. Ist natürlich jetzt nach 2 Monaten, könnte man sagen, noch eher im Anfangsstadium. Und auf jeden Fall bei diesem AI-System geht es darum, dass das ohne menschliche Aufsicht mit Hilfe von großen Datenbeständen und Bilder- und Textpaaren selbst lernen soll, Objekte an Bildern zu erkennen. Und da denken wir natürlich dran, später an autonomes Fahren und all diese ganzen Sachen, die da Thema sind. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass das Auto Objekte richtig einstufen kann. Weil Beispiel, der halt in dem Text auch genannt wurde, war, wenn das Auto jetzt fährt und da fliegt eine Papiertüte vor dem Auto her, ist das keine große Gefahr, dann kann das Auto einfach weiterfahren. Aber wenn ein Kind halt beispielsweise davor rennt, ist das halt eine extrem große Gefahr. Und das Auto muss halt aber trotzdem richtig einordnen. Ja, klar. Unter allen Bedingungen, im Dunkeln, im Hellen, bei hellem Licht, bei trübem Licht, bei alles Mögliche, was du dir so vorstellen kannst. Theoretisch, wenn ein Kind eine Papiertüte trägt, also wirklich trägt, ja, dass das Auto auch erkennt, okay, das ist ein Kind, das eine Papiertüte trägt, genau, und nicht eine Papiertüte, die vor das Auto fliegt. Genau, nicht eine Papiertüte, das ein Kind trägt. So. Ja, okay, jetzt blicke ich nicht mehr durch. Genau, das passt aber schon ganz gut in die Richtung von dem Thema, denn wir hatten die AI austricksen können, indem sie, hier kannst du das sehen, ein Bild von einem Apfel, das konnte das perfekt erkennen. Und dann haben sie aber einfach auf den Apfel einen Zettel draufgeklebt, wo handschriftlich drauf stand iPod. Und schon dachte die AI, dass das ein iPod ist. Ich glaube, das ist noch nicht das Ziel, das wo wir hinwollen. Das ist noch nicht so optimal. Aber das Positive, was man jetzt daraus ziehen könnte, wäre, dass die AI halt extrem gut darin zusätzlich noch ist, handschriftliche Sachen zu erkennen. Okay. Weil die Handschrift ist ja immer unterschiedlich und dass sie den Text trotzdem erkennen kann, ist schon mal ziemlich gut. Aber dass wir auf das Kind Papiertüte draufschreiben könnten und es läuft vor das Auto und wird überfallen, das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Ne? Das wollen wir auch nicht austesten. Ja. Aber sie hatten dann, also in dem Text, den können wir natürlich auch unten, oder werden wir natürlich auch unten verlinken, der ist ganz interessant. Da reden die so ein bisschen darüber, dass es halt an sich sehr wichtig ist, diese Fehler halt aufzudecken, weil dann kann man sie halt auch beheben und damit das System halt optimieren und immer wieder weiter verbessern. Aber im Endeffekt sagen diese Fehler nicht direkt was über das System aus. Und auf jeden Fall ist es halt, man muss sich halt auch vorstellen, der Forscher hat auch gesagt, im Endeffekt sind halt Menschen auch sehr, sehr fehleranfällig. Also du musst dir vorstellen, wir Menschen haben, was weiß ich, wie viele Millionen oder Milliarden an, wie nennt man das, Synapsen im Gehirn? Diese Verbindungen halt. Diese Dinger. Diese Dinger da, die uns öfter mal nicht funktionieren. Die schlau machen, ja. Oder auch nicht. Da haben wir halt ganz schön viele von. Und trotzdem denken 90% der Leute, wenn sie Menschen mit Brille sehen, dass er schlauer ist als ein Mensch ohne Brille. Ja. Ganz einfach so gesagt. Ne? Ja. Das ist ja ähnliches Prinzip. Und das wissen wir ja trotzdem. Und trotzdem denken wir das auch. Wir denken das nur. Das heißt nicht, dass das auch so ist. Und du musst dir vorstellen, die Forscher, die bringen dem System ja bei, nicht einen Apfel, also wir erkennen einen Apfel und wir wissen direkt, was ein Apfel ist, also was der für... Warte mal gerade, ich sehe auf unserem Remote, dass der Akku gleich leer ist. Haha, wir können es jetzt voraussehen, dass der Akku gleich leer ist. Also, wir wechseln okay. Mal gerade den Akku. Dann kommen wir gleich wieder. Ja, also wir haben jetzt den Akku getauscht. Diesmal haben wir es früh genug erkannt, also wir wurden nicht komplett abgehackt. Ja. Immerhin schon mal ein bisschen besser. Aber wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es wieder. Also wir, ich muss dir vorstellen, wenn wir einen Apfel sehen, dann verbinden wir ja direkt, dass es Obst ist, dass man den essen kann. Also Sachen, so Sachen weiß ja jetzt ein AI-System noch nicht. Mhm. Weil die Forscher, also du musst dir vorstellen, wir Menschen verstehen ja selber nicht ganz, was in unserem Gehirn vorgeht und wie wir dann wie wir die visuelle Welt quasi verarbeiten, um mal daraus Informationen zu ziehen. Mhm. Das verstehen wir selber nicht komplett. Ja. Wie willst du es dann einem Computer beibringen, dass er das kann? Schwierig. Ja, das ist schwierig. Und deswegen gehen die Forscher halt so eine leichte Abkürzung. Die bringen den Roboter oder den System halt bei, Objekte einfach nur an einer bestimmten Anreihung von Pixeln zu erkennen. So funktioniert das im Endeffekt. Deswegen haben die nicht mehr Informationen. Das ist wie eine Bilderkennung eigentlich. Ne? Ja, genau. Ist im Endeffekt genau dasselbe. Aber
ja, da wird halt dran geforscht und das war halt jetzt ein aktuelles Thema, weil das natürlich so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat, weil es gibt ja viele skeptische Menschen, was natürlich auch gut ist, die halt das Thema autonomes Fahren und so ein bisschen skeptisch sehen, weil ja, kein System ist perfekt und es passieren immer Fehler. Aber wo ich dann ein bisschen entgegen argumentieren würde, ist, Menschen sind halt auch nicht perfekt. Das ist halt das Ding. Passieren halt sehr viele Unfälle auch durch Menschen verursacht. Ja, sieht man. Ich glaub, ich glaube schon, dass autonomes Fahren extrem Unfälle vermeiden kann und die Unfallrate halt gut mindern kann. Die Schwierigkeit dabei ist halt immer nur, wer ist dann schuld im Endeffekt. Und das ist aber ein ganz anderes Thema, wo wir. Ja, also gerade eben waren wir noch so stolz, dass wir es auf unserem Handy sehen konnten, dass wir das quasi vorher schon pausieren konnten und damit nicht in die Bredouille bekommen, dass einfach der Akku zwischendrin leer wird. Ja, damit haben wir aber nicht so ganz berechnet, dass der nächste Akku nicht ganz voll war und einfach nach 2 Minuten auch ausgeht. Deswegen, also das Problem ist, wir haben uns das jetzt schon alles erzählt. Wir versuchen euch das jetzt nochmal zu erzählen. Das heißt, wir sprechen nicht mehr so direkt mit uns, wie wir das sonst machen, sondern wir erzählen euch das jetzt noch, weil wir euch das Thema trotzdem noch erzählen wollten, was wir hatten. Ich glaube, die Kamera hat uns unterbrochen oder eher abgeschnitten, weil die haben uns nicht Bescheid gesagt, dass sie einfach aufhört, jetzt aufzunehmen. Die hat einfach aufgehört. Wir haben, glaube ich, aufgehört an dem Thema mit autonomen Fahren. Und den Risiken, über die wir nicht sprechen wollten. Weil das ein sehr, sehr tiefes und moralisches Thema ist, wo wir nicht so drauf eingehen wollen. Genau. Aber, kurzer Einschub noch. Ja. Ich glaube nicht, dass die Kamera uns so ganz ohne Grund unterbrochen hat. Das war Schicksal. Meinst du? Und dann können wir nämlich erzählen jetzt, dass wir demnächst dieses Format hier auch per Podcast auf Spotify anbieten werden. Ja. Und wenn es soweit ist, dann würden wir euch gerne mit involvieren und euch auch gerne die Möglichkeit geben, Fragen vorzuschlagen, die wir behandeln in unserem Podcast, beziehungsweise Themen oder Anregungen zumindest einzubringen. Weil Anregungen sind natürlich immer cool. Und damit wir auch so ein bisschen interaktiven Podcast haben, weil das finde ich irgendwie cool, wenn wir so ein bisschen die Leute halt mit einbeziehen. Ne? Beziehungsweise fänden wir cool, wenn wir euch mit einbeziehen. Ja, und ich glaube, das war der Grund, warum die Kamera uns unterbrochen hat. Bestimmt, das wird sein. Also seid gespannt, wenn demnächst der Podcast auf Spotify erscheint. Werden wir auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen. Ja. Auch auf Instagram, deswegen Instagram auch folgen bitte. Ganz wichtig. Und weiter geht's. Ja, ich bin ja eigentlich auch jetzt dran, ne? Also, genau. Ich habe dem Yannick eben schon eine richtig coole Story erzählt. Was willst du mir für eine Story erzählen? Erzähl doch mal. Ja, also, ich habe dem Yannick erzählt, zum Thema autonomen Fahren habe ich gestern eine lustige Story gelesen. Was hast du für eine Story denn gelesen? Ich kann so nicht arbeiten. Also, zwei Mädchen sind in einem Polizeiwagen mit einem Tesla reingefahren. Ja. Und wo die Polizisten dann zum Auto gekommen sind, saßen beide der Mädchen, ich glaube beide 15, auf der Rückbank und haben gesagt, ja, der Tesla ist ja im autonomen Fahren und der hat das alleine gemacht. Also der wäre im Polizeiwagen alleine reingefahren. Hintergrund der ganzen Geschichte war, die Mädels waren schon 4 bis 5 Stunden lang mit dem Tesla unterwegs gewesen. Und stand in der Parklücke und sind rückwärts in ein Polizeiauto rein. Und dann haben sie so getan, als ob das halt das Auto gewesen wäre. Der Tesla krass. Wurde jedoch nicht verhaftet, sondern es ist herausgekommen, dass die Mädchen tatsächlich so smart waren oder so smart sein wollten und das auf den Tesla schieben wollten, aber der Tesla war es tatsächlich nicht. Der hat dann gesagt, nee, ich war das nicht. Genau. Der hat sich rausgeredet. Ja, die Story wollte ich auf jeden Fall kurz noch erwähnt haben. Ja, eine gute Story, die habe ich noch nie vorher gehört. Ja, das ist nicht so ganz einfach, wenn man schon drüber gesprochen hat. Nochmal so zu tun, als hätte man nicht drüber gesprochen. Aber. So, ja. Machen wir weiter mit dem Thema, was ich als nächstes auf dem Blatt hier stehen habe. Ja. Hast du jetzt auch schon gehört, deswegen erzähle ich es euch. Und zwar Xiaomi macht... Soll ich gehen, oder? Ne? Soll ich trotzdem hier bleiben? Okay. Also, Xiaomi macht Samsung Konkurrenz und zwar kommt das neue Xiaomi Mi Mix Fold auf den Markt, wurde vorgestern, glaube ich, vorgestellt und soll mit 1.300 € deutlich günstiger sein als das Samsung Galaxy Fold 2 bei Erscheinung oder am Erscheinungstag.
Das hatte ja, glaube ich, Richtung so einen Preis von Richtung 2000 Euro. Da sind wir mit 1300 Euro jetzt schon wesentlich besser mit dabei. Haben die neueste Hardware verbaut, was halt bei den anderen Flagships von Xiaomi auch der Fall ist. Und auch MIUI wurde auf das neue Format des großen Displays, des Faltdisplays, dann angepasst. Des Weiteren haben wir aber ein richtig krasses Highlight bei dem Handy, und zwar die Fluid Lens. Fluid Lens heißt, da ist eine Linse verbaut mit einer Membran und einem Motor. Und dieser Motor kann quasi diese Membran so quetschen, dass sich die Flüssigkeit in dieser Membran verändert. Und das hat zur Folge, dass wir verschiedene Brennweiten mit einer Linse abbilden können. Das heißt, in den zukünftigen Smartphones von Xiaomi werden wahrscheinlich nicht mehr mehrere Linsen erscheinen oder mehrere Linsen auftauchen, sondern nur noch eine, mit der man Makro-, Normal- und Weitwinkelaufnahmen abbilden kann. Und das ist halt schon richtig krass. Des Weiteren sind 4 Lautsprecher verbaut, alle von Harman Kardon oder in Zusammenarbeit mit Harman Kardon. Und das stelle ich mir auch ganz amüsant vor oder ganz cool eigentlich, weil das wird mit Sicherheit eine gute Soundkulisse. Da allein schon das Xiaomi Mi 11, was wir übrigens kürzlich auf unserem Kanal reviewed haben, auch schon einen super geilen Sound hatte eigentlich von den Harman Kardon Lautsprechern. Das war echt cool. Und die Technik mit dieser Linse ist nicht ganz neu erfunden, sondern die gab es schon vorher, wurde allerdings nur in der Industrie eingesetzt und war, glaube ich, auch ein bisschen kostspieliger. Aber Xiaomi hat das jetzt erstmalig für ein Smartphone rausgebracht und können damit quasi demnächst ziemlich viel Platz sparen, auch in den Handys. Weil dann braucht man nicht mehr so ein riesen Kameramodul, was eigentlich, ich finde es mittlerweile schon fast lächerlich, wie groß die Teile so zum Teil sind, so, ne? Das sind ja riesen Kameramodule verbaut in den Smartphones. Ja, das war ja das, was wir bei dem Mi 11 ja so ein bisschen auch kritisiert hatten bei unserem Review. Ja, genau. Das legst du auf dem Tisch und wackelt komplett hin und her, weil so ein riesen Modul hinten dran geklatscht wurde. Ja. Und das war mein letztes Thema im Endeffekt. Yannick hat es alle schon mal gehört. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Eben war er ein bisschen enthusiastischer, weil wir uns echt darüber gefreut hatten, was das für eine ziemlich geile Technik eigentlich ist. Ja. Weil halt alles in einem Smartphone oder so, also im Endeffekt an einem Smartphone halt so viele verschiedene Möglichkeiten zu haben, ohne dass du jetzt so ein dickes Modul hinten dran klatschen musst, mehreren verschiedenen Linsen, ist halt schon eine ziemlich geile Idee. Und wir hatten halt so ein bisschen darüber noch gesprochen, dass wir es ziemlich cool finden, dass sich Xiaomi halt so neue Sachen traut und halt sehr viel Geld halt auch in die Forschung reinsteckt und versucht halt immer weiter zu pushen, weil wenn die halt das immer weiter pushen, müssen die anderen Hersteller ja auch immer nachziehen. Und nur dadurch, durch diesen Konkurrenzkampf, kommen wir im Endeffekt ja nach vorne. Weil so Konkurrenzkampf also das ist quasi immer gut für die Käufer im Endeffekt. Und ich hatte noch ein bisschen was dazu gesagt. Ich habe eine Xiaomi-Doku gesehen jetzt und wurde erzählt, dass sie halt quasi die ganzen Einnahmen, die machen mit den Smartphones und so weiter, die werden halt direkt wieder in größtenteils auch in die Forschung und so weiter reinvestiert. Das ist halt schon cool, ne? Das ist sehr cool. Weil da passiert einiges. Also was die alles an Neuerungen rausbringen. Es gibt da auch nicht so schöne Aspekte diesbezüglich, wie ich finde. Und zwar, dass so eine Riesenmasse an Handys von denen rauskommt. Das finde ich ein bisschen zu krass, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Ja. Aber in die Richtung Forschung sind die auf jeden Fall mega krass dabei. Und gerade diese Linse finde ich echt revolutionär jetzt. Ja, das ist echt sehr cool. Das ist Wahnsinn. Ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, du sagtest, die Sachen werden natürlich schon eingesetzt in Industrie, glaube ich, hast du gesagt. Ne? Sowas in der Richtung. Genau, das stimmt im Artikel. Man muss natürlich auch bedenken, die Industrie ist jetzt nicht so darauf fokussiert, so sehr schöne Bilder zu produzieren. Also die werden das wahrscheinlich eher so für Sachen nutzen, um irgendwelche Produktions... könnte ich mir vorstellen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie diese Linsen im Endeffekt, was die für eine Qualität von Foto liefern, das muss man dann... sehen. Wäre natürlich cool, wenn wir auch mal sowas bei uns auf dem Kanal irgendwann mal testen können. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist in Zukunft mal da. Das wäre sehr, sehr cool. Und natürlich, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns natürlich. Und ja, aber das wird sich zeigen. Du sagtest ja, wann kam das raus oder wann wurde das vorgestellt? Also die neuen Produkte von Xiaomi wurden jetzt vor ein paar Tagen vorgestellt. Mhm. Und da haben die das halt auch mit vorgestellt. Das Xiaomi Mi Mix Fold. Und da ist die Kamera halt schon verbaut. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Also es ist keine Zukunftsmusik. Hört sich halt so an irgendwie. Ist halt drin, ne? Und das Krasse ist halt daran, einfach diese Brennweiten, die du damit quasi simulieren kannst. Weil du kannst sie ja im Endeffekt die Linse quetschen und ziehen, wie du willst und dann dadurch andere Brennweiten erreichen. Ja. Und damit auch unter Umständen, ich bin mal gespannt, wie es dann wirklich ist, richtig krasse Zoom,
Zoom-Linsen-Einstellungen halt schaffen, also mit denen du sehr krass zoomen kannst, aber auf der anderen Seite halt auch krass eine krasse Makrolinse, mit der du Makroaufnahmen machen kannst. Hm. Wie gut die Qualität der einzelnen Einstellungen, Linseneinstellungen dann ist, da bin ich mal richtig drauf gespannt. Ja, ne? Weil ob das dann, es ist ja ein Unterschied, ob man Makro aufnehmen kann oder ob das dann auch gut aussieht. Ja, genau. Nur eine Makroaufnahme machen muss nicht unbedingt heißen, dass es jetzt auch sinnvoll ist, ne? Ja. Oder cool. Beim Xiaomi Mi 11 war es echt eine coole Funktion, also könnt ihr gerne mal reingucken. Wir haben da ein paar Makroaufnahmen gemacht und auch eingeblendet, also ich war schon begeistert eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Für so ein Handy. Das sah schon echt, ziemlich krass aus. Und das mit einer Sache, die man so täglich mit sich rumtragen kann, einfach so eine Tasche, ne? Hat schon was. Tja, und dann wären wir auch schon beim Ende des heutigen Videos angekommen. Leider mit einem kleinen Patzer, aber ist halt so jetzt, ne? Kann man nichts verändern. Ja, und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Tech Till Dawn. Wir würden uns super freuen, wenn ihr den Abonnieren-Knopf drückt und auch die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video bei uns auf dem Kanal verpasst. Ein Like würden wir uns natürlich super drüber freuen und auch ein Kommentar. Ja. Ist immer gern gesehen. Wir nehmen gerne Kritik auf. Ihr könnt gerne Kritik dalassen. Positiv sowie auch negativ. Mhm. Wir sind immer für Verbesserungen offen. Und ja, das war's mit dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.